Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Gothic, wo wir uns jetzt in Richtung Sumpflager begeben haben, um mal zu schauen, was da eigentlich so los ist. Und dann machen wir das nochmal. Schauen wir mal, was da so für Leute unterwegs sind im Sumpflager. Bei den Sektenspinnern, wie sie auch genannt werden. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier und ich wollte mir gerne euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Okay. Wo sind diese Bereiche? Kann ich die irgendwie sehen? Ist irgendwie so ein Abgrenzungsband oder sowas? Wie sieht es denn auch hier aus? Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Wo wir gerade mal beim Thema sind, die Rüstung, die du hast, finde ich eigentlich ganz, ganz schick. Wo kriege ich denn so eine? Ich brauche eine Rüstung. So eine Templer-Rüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Och komm. Freunde? Schade. Nur mit ihrem ganzen Geld für alles. Mal diese Kommerzskandals hier. So, was haben wir hier denn? Da ist ein Typ. Ja genau, verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Reden wir mal mit Baden Mahmib. Hi, ich bin neu hier. Okay, möchtest du nicht mit mir reden oder was? Der Schläfer sei mit dir. Der Schläfer sei mit dir. Nun habe ich den Eindruck, der will nicht mit mir reden. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Okay, das wusste ich nicht. Wer bist du denn? Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Ja, du kümmerst dich um die Fremden. Kannst du mir dann was über das Lager erzählen? Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was hat es mit diesem Schläfer auf sich? Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Okay. Was weißt du denn über das Kraut? Ich habe gehört, das hätte irgendwie Wirkung, vielleicht magische Wirkung. Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Erzähl mir was über die Gilden. Welche Gilden? Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Das klingt ja alles sehr spannend. Ich würde mich eigentlich gerne der Bruderschaft anschließen, vielleicht? Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balna Mithril ist einer von ihnen.
Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalam schicken. Okay. Aber wie funktioniert denn das, dass ich die Gurus beeindrucke, wenn die nicht mit mir reden? Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay. Erzähl mir was über das Lager. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Achso, ne, das hatten wir schon. Wie kann ich mich hier im Lager eigentlich zurechtfinden? Ich bin ja noch neu und so. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Oh, das wäre super, damit ich nicht immer, damit ich nicht Angst habe, irgendwo hinzulaufen, wo ich gar nicht hinlaufen kann. Zeig mir den Weg. Zeig mir doch mal den Weg zum Tempel. Zum Tempel. Folge mir. Aha, hier hat man also die Holzstiegen-Architektur weiter verfeinert. Aha, hier ist also der Tempel. Hier ist der Tempel. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Banamir. Ich hätte noch eine Frage. Ich will gerne mit deinem Meister reden und wie bringe ich ihn eigentlich dazu, mit mir zu reden? Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal-Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Okay, dann zeig mir noch den Weg zurück zum Haupttor. Okay, jetzt trottest du so langsam. Muss nicht durch mich durchtrotten, Mietz. Das ist überhaupt nicht nötig. Hier ist auch wieder einer, der hier betet. Oder irgendwie Predigten hält, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt können wir uns noch ein bisschen auf eigene Faust im Sumpflager umherschauen. Mal gucken, was wir da so finden. Harlock raucht ein bisschen Wasserpfeife. Möchtest du mir was erzählen, Harlock? Anscheinend nicht. Tut mir leid, dann rauch gerne mal weiter. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Oh, das ist doch mal freundlich. Also woanders habe ich mich nicht so willkommen gefühlt. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Oh, das ist aber nett. Ich will meine tägliche Ration abholen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Ach, das war doch nicht meine Tagesration. Das war doch mein Willkommensgeschenk, dachte ich. Och Mann. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Also, man kann hier sehen, man kann verschiedene schöne Sorten von Kraut kaufen, aber mich interessiert mehr sein Erz. Ich glaube, ich kann ihm noch ein paar von meinen Schwertern geben im Austausch für ein bisschen Erz.
So. Vielen Dank. Hier gibt's Leitern. Okay, interessant. Gucken wir mal, was hier oben ist. Dummdi-dumm. Steigen wir die Leiter nach oben. Hallo? Kann ich da reingehen? Hast du was dagegen, wenn ich da reingehe? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Okay, klar, aber ich darf reingehen. Da hast du, glaube ich, nichts gegen gesagt. So. Du willst mit dir reden, darf ich mit dir reden? Was willst du? Ach, du redest mit mir. Das ist ja nett. Einer der Händler aus dem alten Lager würde gern das Rezept von dir haben für den Heiltrank. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Oh, okay. Das war kurz und prägnant. Was machst du denn für Experimente? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ein netter Typ. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Okay. Macht dir was aus, wenn ich mir mal die Kisten anschaue? Du bist doch so beschäftigt, oder? Das stört dich doch bestimmt nicht. Mist. Ich sollte mir doch mal ein paar mehr Dietriche kaufen, damit ich nicht immer nach jedem einzelnen Versuch neu laden muss. Oh, das ist ein Rezept. War das jetzt respektlos oder anscheinend nicht? Anscheinend stört dich das nicht. Du bist ja hier beschäftigt, ich kann das verstehen. Ich bringe nur eben das Rezept bei meinen Kollegen vorbei. Du wolltest es ja nicht verkaufen, aber das muss mich ja nicht davon abhalten, es einfach mitzunehmen anscheinend. Aber vielleicht bis später. So, was haben wir hier denn wohl noch? Das sieht mir irgendwie nach einer Schmiede aus. Hallo? Kümmerst du dich um die Schmiede hier? Hi, ich bin neu und möchte das Lager kennenlernen. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Okay, dann möchte ich was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Oh, du hast Ärzte. Das nehmen wir natürlich gerne. Ja, aber die Waffen, die du hast, sind so ein bisschen bescheiden wenig, möchte ich mal sagen. Na gut, vielen Dank. Ich dachte, das muss eben aufpassen, was man auch erzählt. Was haben wir hier nur noch? Hier sind auch wieder irgendwelche Leute, die am Vorlesung halten sind. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst?
Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Ja. Das hat mich jetzt sehr überzeugt. Aber wenn du mich angesprochen hast, heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Okay, und wie kann ich dir denn meine Loyalität beweisen? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich denn neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Was du nicht sagst. Und warum braucht ihr so dringend neue Leute? Wieso braucht ihr so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay. Ja, das hat mich halt sehr überzeugt, so diese flammende Rede von dem Zusammenhalt des Sumpflagers und was alles in der Zukunft noch passieren wird. Das ist ja alles sehr beeindruckend. Hier ist auch jemand, der was den Novizen erzählt, aber ich darf ihn ja nicht ansprechen. Aber da sind auch wieder Leitern nach oben. Vielleicht finden wir über den Leitern irgendwas Interessantes. Schauen wir mal. Du siehst nicht so aus wie einer der Bals. Kann ich vielleicht mit dir reden? Kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Natürlich. Wie werde ich dann in diesen heiligen Kreis der Templer aufgenommen? Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Okay, vielen Dank für die Infos. Innen steht noch jemand. Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich ein Templer bin. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat.
Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Okay. Hier geht's auch wieder runter, habe ich den Eindruck. Auch wenn es langsam ein bisschen dunkel wird, vielleicht sollte ich einfach mir mal ein Bett suchen und die Nacht passieren lassen. Was wird hier denn gemacht? Da wird irgendwie was zerstampft. Redet ihr mit mir? Nee, die arbeiten. Möchtest du mit mir reden? Auch nicht. Warum redest du nicht mit mir? Mit Balohun kann ich, glaube ich, nicht reden, weil wenn ich ihn anspreche, dann habe ich wieder die oberste Regel verletzt. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Sieht irgendwie so aus, als wäre das in Nähe des Anfangs. Ja, hier ist diese kleine Brücke, wo wir mit Lester, hieß er glaube ich, rübergelaufen sind. Aber jetzt können wir mal dieses Gespräch mit Lester machen. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. So ein interessantes Schauspiel. Huch. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Natürlich. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kor Kalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Vielen Dank. Mach Platz, ja, okay. Ja, einen Weg könntest du mir der zeigen. Der Schläfer möge dich behüten. Aber das hilft mir gerade nicht weiter. Ich sollte Mitglieder werben. Vielleicht weiß ja noch irgendeiner der anderen Novizen irgendwas über Leute, die vielleicht aussteigen wollen oder sowas. Ich glaube immer nicht, dass ich in diese Häuser darf. Aber vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mit mir reden könnte. Du zum Beispiel, du siehst irgendwie so aus, als kämst du gerade erst aus dem alten Lager. Hey, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Okay.